Alle Religionen dieser Welt, die die Menschen sich so erdacht haben und erfunden haben, haben auch eine Jenseitsvorstellung. Und anhand der Jenseitsvorstellung erkennt man, dass diese Religionen nicht echt sind, nicht Wirklichkeit sind, sondern rein erfunden von Menschen gemacht. Denn alle Jenseitsvorstellungen haben eins gemeinsam. Sie reduzieren das Jenseits auf die Stillung irdischer menschlicher Bedürfnisse und die Lösung menschlicher irdischer Sorgen. Bei den Indianern sind es die ewigen Jagdgründe. Hier sollen endlich die Ernährungs- und Versorgungsprobleme gelöst werden. Bei den nordischen Heiden ist es ein Trinkgelage mit unendlich viel Met und Showkämpfen. Bei den Moslems sind es wunderbare Gärten mit Frauen, Wein und Milch und Honig. Bei den Buddhisten ist es endlich das Auslöschen, das Erlöschen, der Ausbruch aus diesem ewigen Rad der Wiedergeburt, das Auslöschen ins Nichts, ins Nirvana. Bei den Ägyptern sind es wunderbare Schilfgärten und so weiter, ein Schlaraffenland und so weiter. Das ist letzten Endes immer nur die Stillung irdischer menschlicher Bedürfnisse. In der Bibel wird erklärt, wie die Wirklichkeit des Jenseits wirklich sein wird für die gläubigen Menschen, für die wiedergeborenen Christen und für alle Menschen, die Leben aus Gott haben. Hier geht es nicht um die Stillung irdischer Bedürfnisse. Natürlich werden die Folgen der Sünden dort nicht mehr sein, wie Tod, Leid und Trauer, das wird nicht mehr sein, aber das ist sekundär. Im Mittelpunkt steht die Gemeinschaft, die Beziehung des Menschen zu Gott. Denn der Mensch ist angelegt als Ebenbild Gottes, angelegt als ein Beziehungswesen. Und das, was ihn erfüllt, ist die Beziehung einerseits unter den Menschen, aber der Inbegriff der Beziehung ist die Beziehung des Menschen zu Gott, zu Jesus Christus selbst. Und das steht im Zentrum des Jenseits, wie es sein wird im Himmel. Das ist die Umschreibung des Himmels, Gemeinschaft zu haben mit Jesus Christus in Ewigkeit und nicht nur die Stillung irdischer Bedürfnisse und menschlicher Bedürfnisse.